Der Ludwig-Erhard-Gipfel ist für mich alljährlich der Ort, wo soziale Marktwirtschaft gefeiert wird, wo wir uns in Erinnerung rufen und uns vergewissern, dass es Marktwirtschaft, dass es Wettbewerb ist, dass es Innovation ist, die unser Land nach vorne bringen, die Wohlstand, Arbeitsplätze und damit auch sozialen Zusammenhalt schaffen. Und nie ist deutlicher als in dieser Krise geworden, wie wichtig die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft sind, um Lösungen aus der Krise zu haben. Die kleine Firma BioNTech ist nicht nur durch staatliche Mittel, sondern durch Unterstützung von privaten Geldgebern groß und erfolgreich geworden. Ja, der Staat hat dann auch investiert, aber erstmal waren es Wissenschaftler und waren es Unternehmer, die ins Risiko gegangen sind und eine Lösung entwickelt haben, die wir nicht für möglich gehalten haben und die jetzt plötzlich der Welt Rettung verspricht. Oder auch die Klimakrise. Wir werden die Herausforderungen des Klimawandels nur schaffen und bewältigen können, wenn wir marktwirtschaftliche Antworten, wenn wir technologische Innovation und Entwicklung durchsetzen. Diese Krise ist nicht gegen Unternehmen mit Verboten, Verzicht und Verzagtheit zu gewinnen, sondern mit Wettbewerb, mit Innovation und mit Begeisterung für neue Technologien. Unsere Branche liefert ja die Basis für die Energiewende. Ohne die Energiewirtschaft wird die Energiewende nicht zu schaffen sein. Wir liefern die Infrastruktur, wir liefern die erforderliche Energie. Wir liefern in Zukunft den Wasserstoff, der helfen wird, anderen Industrien ihren CO2-Fußabdruck zu vermindern. Und der Ludwig-Erhard-Gipfel ist für mich eine willkommene Gelegenheit, mit Politik, mit Medien, aber auch mit anderen Unternehmen zu sprechen, wie sie auf die Herausforderungen verschiedener Krisen, des Klimawandels nicht nur reagieren, sondern an welchen Lösungen wir gemeinsam arbeiten können. Und dieses Netzwerk schätze ich über alles. Zunächst erstmal achtet man ja hier peinlich auf Hygiene- und Abstandskonzepte. Ich glaube, das ist ganz wichtig in diesen Tagen, auch Vorbild, gerade von wirtschaftlicher, von politischer oder auch Medienelite zu sein. Denn die Pandemie ist ja keineswegs vorüber. Ich glaube aber, dass wir erste Schritte wieder wagen können. Und was halt kein Computer und kein noch so gutes Online-Programm kann, das persönliche Gespräch, das vertraute Gespräch bei einem Kaffee am Rande eines offiziellen Meetings. Ein Wort, das man vielleicht nicht ganz so stark wägen muss wie in einem Zirkel, wo viele hunderte Menschen zuhören. All das ist ja wichtig, um auch gemeinsam zu Lösungen zu kommen, diese erstmal im kleinen Kreis zu verproben, bevor man sie dann in die Öffentlichkeit gibt. Und dafür sind solche Orte absolut ideal und die Weimars machen das seit vielen Jahren exzellent und deshalb, glaube ich, kommen auch alljährlich wieder alle gern zurück. Den Klimawandel bekommen wir nur in den Griff und die Herausforderungen gelöst, wenn Politik und Wirtschaft gemeinsam handeln, wenn Politik Wirtschaft jenen Rahmen lässt, der technologische Lösungen ermöglicht, die tatsächlichen Probleme zu lösen. Mit Verbot, Verzicht und Verzagtheit werden wir nicht weiterkommen. Wir brauchen Innovation, wir brauchen technologischen Fortschritt und wir brauchen Markt und Wettbewerb. Wir brauchen eine Reform des Umlagenabgaben- und Steuersystems im Bereich der Energiewirtschaft in diesem Land. Marktwirtschaft würde bedeuten, CO2 einen klaren Preissignal zu geben, sich von allen anderen Instrumenten zu trennen, wie zum Beispiel der Umlage auf erneuerbare Energien, also der EEG-Umlage. Diese gehört abgeschafft. Wir brauchen eins, einen klaren CO2-Preis, dann kann man viele andere Hilfskonstruktionen getrost verzichten. Auch hier würde ein marktwirtschaftlicher und nicht ein Mikromanagement-Ansatz helfen. Zunächst erstmal wäre die Energiewirtschaft nicht so stabil geblieben, wäre auch die Pandemie in unserem Land anders verlaufen. Wir haben dafür gesorgt, dass Deutschland zu jedem Zeitpunkt verlässlich versorgt wurde. Stellen Sie sich vor, Wasserversorgung
geht ohne Strom nicht. Krankenhäuser funktionieren ohne Strom nicht. Online-Konferenzen funktionieren ohne Strom nicht. Und auch das Internet, Funkverbindungen, Telefonie, alles geht ohne Strom nicht. Und wir haben, egal zu welcher Sekunde dieser Pandemie, verlässlich geliefert. Auf diese Leistung bin ich erstmal stolz und ich finde, sie wird manchmal unterbewertet. Haben wir etwas gelernt? Ja. Natürlich arbeiten auch bei uns Kolleginnen und Kollegen auf Distanz. Wir haben das mobile Arbeiten zwar vorher schon im Unternehmen gehabt, aber natürlich mit der Pandemie ausgerollt. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir viele der mobilen Formate beibehalten werden, weil sie Flexibilität auch in das Leben unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Wir haben aber auch gelernt, dass das persönliche Gespräch unverzichtbar ist. Und es gibt Arbeiten, die lassen sich nicht ins Büro verlegen. Ein Breitbandkabel kann ich nur draußen verlegen. Ein Gasanschluss kann ich nur beim Kunden verlegen. Ich kann große Transformatoren nur am Ort einer Baustelle austauschen und zum Beispiel digital machen. Das haben wir mit großer Disziplin. Das haben wir mit großem technischen Sachverstand und auch mit großer Konsequenz durch die gesamte Pandemie getragen. Insofern hoffen wir, dass wir wirtschaftlich die Pandemie gut überstehen, weniger als eigenes Unternehmen, sondern vielmehr mit Blick auf unsere Kundinnen und Kunden. Wir selbst kommen Gott sei Dank gut durch die Krise und hoffen, dass eben auch unsere Kundinnen und Kunden dasselbe von sich sagen können, wenn wir irgendwann gemeinsam diese Pandemie überstanden haben.